Hey zusammen und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe das so unfassbar vermisst. Es tut mir sehr leid, wenn es noch hallen sollte. Ich filme das erste Mal in meinem Filmraum. Ich habe noch keinen Hintergrund, noch nichts ist hier. Also wirklich nur der Boden liegt gerade. Aber das, beziehungsweise die Roomtour, Wohnungstour und der erste Vlog zu meiner Wohnung, was alles schon passiert ist, bekommt ihr bald. Also nicht mehr lange, ich denke mal maximal eine Woche noch. Und heute, nach über 6 Wochen, wir haben heute den, lasst mich nicht lügen, Freitag, den 13. März. Super. Super Tag, um Videos zu drehen. Auf jeden Fall haben wir heute Freitag, den 13. März und am 1. Februar war meine Nasen-OP. Heißt, ich bin seit, 5, 6 Wochen komplett ungeschminkt. Es ist super, super cringy. Ich wollte eigentlich das Video mit meiner alten Haarfarbe noch drehen. Aber ich habe mich gestern dazu entschieden, dass wir meine Haare doch wieder dunkel machen und kurz machen. Wir schneiden nächste Woche nochmal ein Stück ab und müssen nochmal drüber tönen, weil ich habe so einen leichten gräulichen Stich drin. Ich weiß, in der Kamera sieht man das sowieso nicht. Aber ja, heute wird der erste Tag sein, wo ich mich mit euch schminke. Und ich werde auf meine Nase reagieren, weil das wird super, super cringy, glaube ich, für mich sein. Ich werde mit euch mein Make-up machen, euch ein bisschen erklären, was ich so mache. Meine Augen werde ich off-camera machen, denn ich werde vor euch noch eine Review für die Holy und Day Palette drehen. Ich werde aber heute, denke ich mal, die Day Palette benutzen. Falls ihr dazu was sehen wollt, folgt mir auf jeden Fall, um nichts zu verpassen. Unten könnt ihr kostenlos abonnieren, aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und die Jeffree Star Palette, die neue, habe ich auch hier liegen. Deswegen würde ich sagen, beginnen wir jetzt mal mit dem Make-up und ich bin so unfassbar gespannt, wie mein Gesicht mit meiner neuen Nase und Make-up aussieht. Ihr wisst gar nicht, ihr wisst gar nicht. Ich habe gestern meine Nägel machen lassen und ich hatte super, super lange keine langen Nägel mehr. Also das ist so ein richtiges Update-Laber-Video, wo ich wirklich mit euch ein bisschen quatschen werde, bis ich halt meine Augen mache und dann wieder da bin. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. So, ich muss jetzt erstmal noch kurz meine Augenbrauen zupfen, denn was habe ich vergessen? Ich bin momentan den Lash & Brow Booster am Benutzen. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin super, super zufrieden. Meine Augenbrauen sind viel, viel voller geworden. Aber ich muss hier unten einiges wegnehmen, dass meine Form mal wieder da ist. Ich habe gestern mein Gesicht rasiert. Das mache ich immer, falls ihr dazu mal ein Video wollt, schreibt mir das gerne. Das ist so ungewohnt, wieder vor der Kamera zu sitzen, wenn man das wirklich seit Wochen nicht gemacht hat. Aber ich wollte mir halt wirklich Zeit nehmen und das Ganze in Ruhe machen, um mich nicht, ja, hetzen oder so. Ich mag sowas gar nicht. Ich stelle euch mal ein bisschen nach unten, weil ich werde jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit erstmal in den Spiegel gucken. Ja, was gibt's Neues? Es gibt eigentlich nichts Neues. Es ist alles beim Alten. Mein Boden liegt in der Wohnung. Es geht jetzt langsam los. Ende des Monats wird mein Bett kommen. In meinem Filmraum, wo ich jetzt gerade drin sitze, wird auch noch einiges passieren. Ich habe mir super coole Ideen für meinen Hintergrund überlegt. Also seid da auf jeden Fall gespannt. Es wird nicht weiterhin eine weiße Wand hinter mir geben, denn das geht mir langsam selber auf den Keks. Es wird ein richtig nicer Hintergrund hinter mir sein. Also wirklich mit einer Kommode, mit einer schönen Lampe und... ja, lasst euch da auf jeden Fall überraschen. Nicht, dass ihr euch wundert, mein Auge tränt. Ich bin super empfindlich an meinen Augenbrauen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr zu meiner Nase sagt. Meine Nase ist jetzt, wie gesagt, 6 Wochen alt. Ich habe mich halt schon krass verändert in den letzten paar Wochen, auch wenn ich mich nie geschminkt habe. Aber es ist halt schon, was mein Aussehen angeht, einiges passiert. Ich war auch nochmal bei Dr. Selma. Das seht ihr aber in meinem letzten Video. Da könnt ihr einfach mal unten reinklicken. Das ist so ein Transformationsvideo. Da seht ihr auch, wie meine Haare, wie wir die lang gemacht haben und dann doch wieder kurz gemacht haben und dunkel gemacht haben. Es war mir einfach zu anstrengend mit den hellen Haaren. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe die Farbe geliebt und sie war auch super schön. Und als ich in dem Vlog bei Eileen war, die Farbe sah einfach Bombe aus, aber das Problem ist, dass meine Haare halt so kaputt waren, dass meine Haare die Tönung nicht mehr gehalten haben und ich hatte keinen Bock, die ganze Zeit mit so leicht orange-stichigen Haaren rumzulaufen, was nicht an Eileen lag, sondern wirklich an meinen Haaren, weil sie einfach nicht mehr mitmachen wollten, wenn man das so sagen kann. Und ja, das ist eigentlich so das Update dazu, warum ich wieder dunkel geworden bin, um euch das mal ein bisschen zu erklären. Ich habe mir das halt jetzt echt die letzten Wochen sehr in den Kopf gesetzt. Und dann dachte ich mir einfach so, komm, scheiß drauf, zieh's durch. Und ich muss ehrlich dazu sagen, ich habe meine kurzen Haare sehr vermisst, weil dieses lange ging mir die letzten Wochen tierisch auf den Keks.
Ich kann euch nicht beschreiben, warum. Ich hatte eigentlich immer in meinem Leben lange Haare und viele Extensions drin. Ich muss auch jetzt noch ein paar rausnehmen, das ist mir viel zu voll hier, weil das war ja ungefähr die Menge, die wir hatten für die langen Haare. Wir haben gestern 4-5 Tapes rausgenommen, das war aber noch viel zu wenig. Ich habe über 300 Gramm in meinen Haaren gehabt. Und deswegen könnt ihr euch ja vorstellen, wie viel Haar ich ungefähr drin hatte und was wir noch alles rausnehmen müssen, damit das auch schön mit kurzen Haaren aussieht. Aber ich wollte trotzdem endlich für euch filmen, weil ich habe es unfassbar vermisst. Sonst gibt es, wie gerade schon gesagt, nicht wirklich viel Neues, außer dass es in meiner Wohnung halt wirklich endlich vorangeht und ich da auch endlich euch mitnehmen kann. Und das freut mich wirklich mega. Ich habe so lange drauf gewartet, weil der Boden, das war halt... Leute, ich will gar nicht drüber sprechen. Das war die anstrengendste Zeit überhaupt, weil ich mir selber vorgenommen habe. Solange mein Boden nicht da ist, wollte ich halt nichts kaufen. Kein Bett, keine Couch, einfach nichts. Ich habe jetzt monatelang auf einer Matratze geschlafen, weil es sich die ganze Zeit verzögert hat. Ich habe die ersten 2 Monate gar keinen Boden gefunden, der mir gefallen hat. Ich hatte über 35 Bodenmuster zu Hause. Wir waren in so vielen verschiedenen Märkten für Böden. Und mir hat einfach nicht zugesagt. Also ich bin wirklich ein Mensch, ich bin super, super extra, was so Wohnungseinrichtungen eingeht. Und ich suche halt wirklich so lange, bis mir irgendwas zu 100.000% zusagt. Ja, und da kann sich halt schon mal hinziehen. Dann hatte ich ja den Boden bestellt. Beziehungsweise dann wollte ich den Boden bestellen, weil ich den Boden gefunden habe. Dann hat aber eine Kooperation einfach nicht bezahlt. Das ist aber ein ganz anderes Thema. Und ja, dann hat sich das Ganze hingezögert. Dann kam meine Mama auf einmal, als ich das Geld hatte, an und meinte so, ja, Böden sind nicht gut für die Gesundheit. Sie hatte so einen Bericht gesehen, dass irgendwas mit Böden ist. Dann sind wir nochmal extra zu so einem Bodenhandel gefahren, 2 Wochen später. Und der hat uns dann nochmal beraten und meinte, dass halt alles mit dem Boden gut ist. Dass der halt aus Deutschland kommt und man damit gar keine Probleme haben wird, weil es halt komplett deutsche Qualität ist und so weiter und so fort. Aber dann haben wir den Boden bestellt. Dann sollte der Boden auch 3 Wochen später ankommen. Einen Tag bevor der Boden ankommen sollte, habe ich dann den Anruf bekommen, dass der Boden nicht geliefert wurde. Und das Ganze wurde wieder 3 Wochen verschoben. So, nachdem dann der Boden endlich ankam, hatte der Monteur für den Boden auch direkt einen Termin frei und jetzt liegt der Boden endlich. Jetzt brauche ich aber noch jemanden, der mir meine Türen kürzt, dass wir meine Türen wieder einhängen können. Also Leute, ihr hört schon raus, es war eine reine Katastrophe die letzten Wochen, was die Wohnung anging. Sonst lief wirklich alles super. Meine Nase ist hier toi 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 sehr, sehr gut verheilt. Sonst geht es mir auch gut. Ich habe gesundheitlich keine Probleme momentan. Meiner Nase geht es gut. Ich habe auch nicht dieses chronische Schnupfen oder so, was einige mir berichtet haben, was sie nach der Nasen-OP hatten, habe ich überhaupt nicht gehabt. Ja, das war es jetzt erstmal zu meinem Live-Update. Ich werde jetzt anfangen mit dem Make-up, denn ich habe jetzt meine Augenbrauen gezupft und ich sehe jetzt wieder halbwegs normal aus, weil das ging ja eben gar nicht. Ich hatte hier wirklich hier unten überall alles voll. Ich habe gestern schon in der Mitte weggemacht, aber hier habe ich jetzt nur leicht gezupft, weil ich will halt erstmal gucken, wie die so am meisten wachsen. Das erste, was ich jetzt benutze, was ich immer benutze, ist die Aloe Vera Creme von LR Cosmetics. Die trage ich einfach ganz normal auf. Und ich habe vergessen, meine Schwämme auszuwischen. Die gehe ich jetzt gleich holen. Nicht, dass ihr euch wundert, mein Make-up ist viel, viel dunkler als ich momentan. Ich bin die letzten Wochen nicht wirklich sonnen gegangen. Ich habe eine Impfung bekommen, deswegen konnte ich nicht sonnen gehen. Wegen der OP wollte ich nicht sonnen gehen. Und ich war gestern sonnen. Das tat auch mega gut. Aber selbst Freunde hatte ich jetzt auch gerade keinen Bock zu benutzen, weil ich ja, wie gesagt, gleich zu Jala fahre in 2-3 Stunden. Und wir dann meine Haut reinigen und mich wieder lasern. Und deswegen wollte ich jetzt nicht unbedingt damit so dick fett Selbstbräuner ankommen. Nicht, dass ihr euch wundert, meine Haut ist diesmal richtig ausgeschlagen. Zu dem Thema kommt aber auch definitiv noch ein Video, wenn das Ganze wieder abgeheilt ist. Ich gehe jetzt kurz die Schwämme auswischen und dann fangen wir endlich an mit der Foundation. So, meine Schwämme sind ausgewaschen. Ich habe mir jetzt noch so 2 Haarklammern mitgebracht, weil ich habe mein Haargummi bei meinem Mann vergessen und ich habe original einen einzigen Haargummi. Ich weiß nicht, wo ich es jedes Mal schaffe, meine ganzen Haargummis hinzupacken. Ja, auf jeden Fall habe ich einen einzigen. Ich wollte mir wieder welche holen, aber ich vergesse es jedes Mal. Also kennt ihr das, wenn ihr zu DM reingeht und ihr habt so eine Sache, wo ihr dafür hingeht? Ihr kauft alles andere, außer das, was ihr mitnehmen wolltet? So geht es mir gefühlt in jedem Laden. Hauptsache, ich kann jetzt ganz beruhigt mein Make-up machen. Ich glätte gleich sowieso noch mal kurz über meine Haare. So. Nicht, dass ihr euch wundert, falls ihr meinen Kanal noch nicht kennt. Leute, ich benutze viel Foundation, dunkle Foundation, die zu dunkel ist für meinen Hautton.
Nicht, dass ihr euch wundert. Ich weiß nicht warum. Ich mag es einfach. Ich werde aber heute, glaube ich, von Dermacol werde ich heute die 104 verwenden statt die 106, weil ich wirklich ein bisschen heller bin, damit das nicht so ganz so dunkel abrutscht. Denn ich benutze sowieso zusätzlich immer die Huda Foundation. Die werde ich jetzt leer machen. Ich habe, glaube ich, noch zwei weitere Packs in anderen Farben. Das ist jetzt die Farbe Gingerbread. Die ist halt sehr, sehr dunkel und passt wirklich nicht zu meinem Hautton. Aber das Ding ist, ich habe die immer online bestellt und anhand von Swatchen so geguckt, was am besten zu meinem Selbstbräunerskin passt, weil wenn ich mich schminke, habe ich eigentlich immer Selbstbräuner drauf. Und ja, ich werde aber nächstes Mal, glaube ich, nach Düsseldorf fahren oder zu Sephora in Köln und mir da nochmal die Farben angucken, wenn ich Selbstbräuner auf meiner Hand auch habe, um zu gucken, was so am besten matcht. Denn ich finde, dass die Huda Foundation schon einen relativ grünen Unterton hat. Viele Farben davon. Die eine Farbe, die ich besitze, ist mir allerdings zu hell. Die werde ich dann halt dunkler mischen, aber irgendwie habe ich bei Huda noch nicht den passenden Ton gefunden. Und wenn jetzt Leute fragen, warum benutze ich die Foundation dann? Die Foundation ist die beste Foundation, die ich hier benutzt habe. Also falls ihr dicke, schwere Foundation auf eurem Gesicht mögt, ihr werdet diese Foundation über alles lieben und mir für den Tipp mehr als nur dankbar sein. Ja, deswegen. Solltet ihr meine Videos noch nicht kennen, wollte ich das nur nochmal dazu sagen. Weil immer viele sagen, ja, die Farbe passt gar nicht zu dir. I know. Und das Problem ist, die Tageslichtlampe lässt das manchmal komischer wirken, manchmal besser wirken. Ich weiß es nicht, Leute. Also keine Ahnung. Ich finde, manchmal sieht es im Real Life noch besser aus als in der Kamera. Aber dafür kann ich leider nichts. Ich denke aber, dass das Licht hier in meinem Filmraum jetzt auf jeden Fall besser sein wird als... ja, in den letzten Videos, denn in meinem Filmraum ist Gott sei Dank kein Fenster, heißt kein Tageslicht, nur meine Tageslichtlampe. Ich habe zwar jetzt gerade vor meinem Schlafzimmer noch ein bisschen Tageslicht, aber nur ganz wenig und it's okay. Also ich denke, dass das Licht besser ist als in den letzten Videos. Hoffentlich. Ich werde mir sowieso, wenn mein Filmraum fertig ist, noch eine weitere Lampe davon holen und noch eine für in die Mitte, dass ich halt wirklich perfektes Licht habe, weil ich halt nur noch das Tageslicht da benutze. Weil mir auch einige gesagt haben, warum holst du dir nicht eine zweite Lampe? Werde ich jetzt, aber wie ich eben schon erwähnt habe, ich wollte halt mit nichts anfangen, bis mein Boden liegt, weil es halt einfach keinen Sinn gemacht hätte. Also was soll ich Kommoden über meinen kompletten neuen Boden, für den ich super viel Geld bezahlt habe, schieben? Das macht für mich halt überhaupt gar keinen Sinn. Und deswegen habe ich es so gemacht, wie ich es jetzt gemacht habe. Und deswegen können wir jetzt erst richtig durchstarten. Aber Leute, lieber jetzt als gar nicht. Und ich bin ein Mensch, ich habe mittlerweile Geduld gelernt. Ich weiß, man sollte immer Geduld haben und man sollte den lieben Gott auch immer um Geduld bitten. Denn Geduld ist das Wichtigste, was wir im Leben brauchen. Und es sollte so sein. Ich weiß nicht warum, aber der liebe Gott wollte, dass es so ist, dass ich so lange auf meinen Boden warte, dass alles sich so hinzieht. Keiner weiß warum, aber es hat alles einen Grund im Leben. Ob man den nachvollziehen kann oder nicht, ist vollkommen egal. Ihr müsst einfach nur geduldig sein und lernen, mit den Situationen wirklich umzugehen. Ob es schwierig ist oder nicht, mich hat es auch super, super genervt mit dem Boden. Also es war wirklich eine richtig, richtig beschissene Zeit. Vor allen Dingen, weil ich mir halt, wie vorhin schon erwähnt, vorgenommen habe, nichts vorher einzurichten. So, ich trage jetzt ganz normal meine Foundation auf, wie immer. Wie gesagt, einmal die Dermacol, einmal die Huda Beauty Foundation. Ich werde die aber ziemlich weit nach unten ziehen, weil ich heute noch zwei andere Videos drehen werde. Und mich halt dafür umziehe und alles. Und manche haben halt mehr Ausschnitt, manche haben halt nicht so viel Ausschnitt an Oberteilen, die ich gleich anziehe. Deswegen muss ich das relativ weit nach unten ziehen. Ich werde aber auch gleich mit dem Jeffree Star Liquid Frost in meinem Dekolleté-Bereich gehen. Ich finde, das dunkelt mein Dekolleté immer ganz gut ab. Da muss ich nicht so viel Foundation nach unten ziehen, sondern das mixt sich immer von selber ganz gut. Wie ich gerade schon gesagt habe, meine Foundation ist halt ein anderer Hautton als meine Haut. Aber... für mich kein Problem. Ich wollte es nur dazu sagen, weil heute, glaube ich, der erste Part ist, wo ich wirklich komplett reinschneide, wie ich meine Foundation ausblende, weil ich halt die ganze Zeit mit euch am Quatschen bin. Aber es tut mir mal gut. Also wirklich, ich habe das so vermisst, mit euch zu reden und auch bei den Insta-Stories und so. Ich habe euch zwar da ein bisschen mehr mitgenommen als hier, aber ich habe super vermisst, Videos zu drehen und ich muss ehrlich zugeben, ich habe sogar vermisst zu schneiden und dass ich das mal sage. Halleluja. Weil Schneiden ist eigentlich wirklich überhaupt nicht meine Passion. Ich schneide zwar, wenn ich am Schneiden bin, ganz gerne, aber es, ich weiß nicht, ich finde Schneiden halt super, super anstrengend. Es ist halt, ich weiß nicht, ich konnte die letzten Wochen mir überhaupt nicht vorstellen, mich zu schminken, weil es so komisch war, die Vorstellung, mir so Foundation aufzutragen, wie ich das immer mache, war...
Ich weiß ja, ich konnte es mir einfach überhaupt nicht vorstellen. Und solange ich mir das nicht vorstellen konnte, wollte ich nichts riskieren, weil ich weiß, wie viel Foundation ich immer auftrage. Und ich weiß, wie viel ich theoretisch schrubben muss, um das Ganze wieder abzubekommen. Und ich hatte halt keine Lust, dass meine Nase irgendwie schief wird oder was weiß ich nicht alles passieren hätte können, hätte ich mich jetzt jeden Tag die letzten Wochen so geschminkt. Jedem das Seine. Ich denke mir immer so, mein Körper sagt mir, finde ich persönlich selber immer schon ganz gut, wann ich was machen kann und ja, es halt fühle, es zu machen oder wann ich besser noch warten sollte. Und bei mir hat es sich halt jetzt 6 Wochen hingezogen und es fühlt sich gerade auch super, super weird an, mich zu schminken, muss ich ehrlich zugeben. Also es ist so cringe, mich gerade das erste Mal mit Make-up und meiner neuen Nase zu sehen. Oh mein Gott. Aber es sieht super aus. Also ich bin so unfassbar zufrieden, Leute. Ich drehe jetzt gleich sowieso noch das Q&A zu meiner Nase. Da werde ich alles zu meiner Nase noch beantworten. Aber ich wollte euch hier in dem Video wirklich ein Live-Update geben und halt wirklich darauf reagieren, wie ich mich das erste Mal fühle mit Make-up. Ich werde auch ehrlicherweise heute meine Nase nicht konturieren. Ich weiß nicht mal, ob ich meine Nase überhaupt highlighten werde, weil ich selber persönlich das Gefühl habe, es könnte ein bisschen too much sein. Kennt ihr das aus meinem Mund? Es könnte too much sein. Deswegen, I don't know. So, ich habe sogar vergessen, wie ich immer meine Kontur ausgeblendet habe. Also ich habe wirklich lange kein Make-up mehr benutzt, deswegen hoffe ich, dass heute mir mein Make-up überhaupt gefällt. Ich habe übrigens vor ein paar Tagen die Fettleckspritze bekommen. Also unten mein Doppelkinn ist ein bisschen gerade da, weil es halt ein bisschen geschwollen ist. Aber es ist halt ein bisschen ja, zurückgekommen, habe ich das Gefühl, durch die Narkosen, die ich dieses Jahr hatte. Deswegen haben wir die Behandlung nochmal gemacht. Seht ihr beim letzten Video. Also wirklich, falls ihr auch noch ein weiteres Update wollt, guckt mein letztes Video an. Da seht ihr so ein bisschen, was die letzten Wochen so an mir auch passiert ist, wo ich war, mit wem ich war. Und ja, das ist gerade cringe, aber meine Nase ist so schön geworden. Oh mein Gott. Also jede Person, die nicht weiß, was meine Nase gemacht ist, guckt mich in letzter Zeit immer an und sagt so zu mir, irgendwas ist anders, aber es sieht voll gut aus. Die meisten kommen halt gar nicht darauf, dass es meine Nase ist. So für viele denken sich jetzt wahrscheinlich so, es ist super offensichtlich, dass ihre Nase operiert ist. Aber Leute, wenn ihr nicht wisst, dass meine Nase operiert ist, woher soll man es erahnen? Ich blende jetzt nochmal meine Foundation aus und danach machen wir, glaube ich, mit Puder sogar schon weiter. Und danach kommen Augenbrauen. Ich hoffe, ich bin in der richtigen Reihenfolge und vergesse nichts, weil ich kenne das, wenn ich mich so lange nicht geschminkt habe, ich vergesse immer irgendwas. Aber das nächste ist eigentlich mal Puder. Da benutze ich das Huda Puder in Sugar Cookie. Mag ich ganz gerne, aber irgendwie, ich habe immer noch nicht mein Holy Grail am Puder gefunden. Ich benutze zwar das momentan, weil ich damit klarkomme, aber es ist halt noch nicht so, weiß ich nicht. Ich glaube, ich hatte damals immer ein Puder von P2 war das, glaube ich. Das war das beste Puder. Ich habe das in meinen ganzen alten Videos benutzt. Ich kam damit super klar. Das hat nicht gecreased. Das saß einfach bombenfest den ganzen Tag. Es sah nicht cakey aus. Wirklich richtig schön. Und was haben die gemacht? Sie haben es aus dem Sortiment genommen. Das ist meistens der Step, den ich immer aus meinen Videos rausschneide, weil die meisten sich dann fragen würden, was zur Hölle tut sie da? Ich gehe wirklich mit dem Schwamm immer nochmal über mein ganzes Gesicht drüber. Gerade so um die Nase rum kann ich jetzt nicht ganz so krass gut gehen. Aber eigentlich habe ich immer so gemacht. Und dann bin ich krass in meine Nasenflügel so in die Ecke reingegangen, unter meinen Augen. Damit das, was halt in der Zwischenzeit so ein bisschen angetrocknet ist, während ich die Kontur gemacht habe, nochmal perfekt reingedrückt wird. Das mache ich auch hier nochmal. Und hier. Und danach gehe ich immer nochmal unter meine Augen. Halte dann diesen richtig dämlichen Gesichtsausdruck. Dann gehe ich mit meinem auch feuchten Schwamm in mein Puder rein und tupfe mir das Puder unter mein Auge. Das ist das, was ich vorher mache, bevor ich das Puder auftrage, wo die meisten wahrscheinlich denken, was zur Hölle tut sie da? Ja, ich kann euch gar nicht beschreiben, warum, aber ich mache das immer so, weil wenn ich das sonst direkt auftragen würde, nachdem ich meine Kontur gemacht habe und die ganze Zeit mit der Kamera rede oder Musik höre, und keine Ahnung, ich habe dann immer das Gefühl, das rutscht mir überall hin, aber nicht da, wo es halt halten soll. Oh, das wird gleich lustig, meine Nase sauber zu machen. So, wenn ich das gemacht habe, gehe ich auch schon direkt mit meinem Puderpinsel ganz leicht in das Puder rein, klopfe das so ein bisschen ab und fange an, das an meinem Hals auszublenden.
Ich lasse das Puder nie krass lange baken, weil ich habe halt mit dem Puder das Problem, dass sich das dann komplett auf die Haut setzt und so richtig, richtig cakey aussieht. Ich finde halt, wenn ich das so mache, gibt es guten Halt, aber ist nicht zu cakey, weil ich mag das. Also für die meisten ist das sowieso schon cakey, was ich hier gerade mache, aber ich mag das nicht, wenn das Puder so richtig, richtig weiß auf der Haut noch liegt. Deswegen mache ich das relativ schnell wieder ab. Ich muss euch ehrlich sagen, mir ist in den letzten Wochen, wo ich jetzt die ganze Zeit ohne Make-up war, wirklich richtig klar geworden, wie krass eine Nase das Gesicht verändert. Und mir war schon klar, und ich habe ja auch von vornherein gesagt, Nasen-OP ist die OP, wo ich am meisten vor Angst habe, weil es halt einfach mitten im Gesicht ist. Aber dass es so viel ausmacht und so viele Menschen mir sagen, krass, du siehst ganz, ganz anders aus wegen deiner Nase, das hätte ich nicht gedacht. Nein, das hätte ich wirklich nicht gedacht. Der nächste Step, den ich jetzt mache, ist mein Bronzer. Das ist der Dark Chocolate Soleil Bronzer von Too Faced. Den benutze ich ja auch immer. Ich liebe den. Der hat wirklich... Ich weiß, ich mag den einfach übertrieben. Den trage ich jetzt mit diesem Pinsel auf. Der ist von Evelyn. Das Ganze blende ich mit meinem Puderpinsel aus. Und gehe jetzt gleich mit so einem eigentlich eher Gesichtspuder nochmal rein. Ich zeige euch das jetzt sofort. Das ist von NYX. Das benutze ich manchmal, manchmal aber auch nicht. Aber ich finde, das gibt nochmal so einen schönen Unterton an den Wangen. Also das ist für mich mein Rouge. Aber ich habe auch überlegt, dass ich definitiv mal ein bisschen Rouge ausprobieren werde die nächsten Wochen. Das ist von NYX No Filter in der Farbe Mahagoni 14. Also sehr, sehr dunkel, aber es ist ein sehr, sehr schöner Ton. Der sieht so aus und den gebe ich immer nur an den Wangen entlang. Ich weiß, mein Kontur ist immer noch sehr stark. Ja, ich will halt die nächsten Wochen meine Make-up-Auftragung ein bisschen ändern, gucken, was ich an meinen Techniken ändern kann, was ich besser machen kann. Aber ich dachte mir so, gerade für das erste Video, wo ich halt wirklich gucken will, wie ich mit meiner Nase geschminkt aussehe, macht das jetzt nicht so Sinn, was komplett anderes zu machen als sonst, weil dann ist es halt noch ungewohnter als sowieso schon. Und... ja, deswegen mache ich es genauso wie sonst auch. Ich werde jetzt meine Augenbrauen machen. Das werdet ihr jetzt im Schnelldurchlauf sehen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns mit meinem fertigen Gesicht wieder. Weil ich habe schon genug geredet für jetzt. So, bevor ich jetzt anfange mit meinen Augen und dazu switche, dass ich fertig bin, wollte ich euch noch kurz sagen, was ich benutze, weil ich da auch mal viele Fragen bekomme. Und zwar habe ich von Anastasia Beverly Hills die Brow Pomade, Dip Brow Pomade in Dark Brown benutzt. Dann zum Ausgleich die Fit Me Foundation in 250. Damit umrande ich meine Augenbrauen und bessere die immer so ein bisschen aus. Und dann noch den Spoolie von Too Faced, falls das jemanden interessiert. Ich benutze den Brow Pencil davon, der ist sogar schon kaputt. Ja, ich benutze immer nur den Spoolie davon. Ihr könnt aber auch einen ganz normalen Standard-Spoolie benutzen. Und so mache ich auf jeden Fall meine Augenbrauen. Ich werde jetzt, wie gesagt, meine Augen machen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ihr Lieben, ich habe meine Augen jetzt geschminkt. Ich bin so happy. Also, falls ihr das Video zu der Palette von Hatice Schmidt Labs sehen wollt, zu der Day-Palette, schaut auf jeden Fall rein. Ich muss jetzt gleich noch meine Wimpern aufkleben. Ich wollte aber jetzt erst mit euch das Gesicht so fertig machen, so was Highlighter und so angeht, weil ich finde, mein Gesicht sieht super stumpf aus ohne Highlighter. Ich benutze dazu wieder den Lini Brush Tapered Highlighter Pinsel und mein MAC Highlighter. In der Farbe Star Crack, Extra Dimension Skin Finish. War leider eine Limited Edition, aber ich bin verliebt in den Ton. Ich hoffe, dass es den so in etwa nochmal geben wird, weil ich mag das, wenn ein Highlighter so einen rosigen, peachigen Unterton hat, weil es euch richtig, richtig frisch aussehen lässt. Daher, dass ich ja... Ich mag halt kein Rouge und ich finde, wenn der Highlighter so einen rosigen Unterton hat und ihr in bestimmten Lichtverhältnissen steht, sieht das echt Bombe aus.
Ich weiß nicht warum, ich komme momentan irgendwie mit keinem anderen Highlighter außer mit dem hier klar. Ich wollte mir nochmal diesen Standard Highlighter, wie heißt der nochmal, Global Extent, ich bin gerade nicht sicher, von MAC holen, den jeder hat. Das ist ja diese gebackene Version, aber ich gehe, glaube ich, die Tage generell mal zu Douglas und zu MAC und gucke mir da Highlighter an, weil ich habe keinen Highlighter außer den, der mir so gut gefällt, den ich so sehr und ja, den ich so sehr benutze und so gerne vor allen Dingen auch benutze. Ich glaube, ich gehe jetzt ganz leicht über meine Nase. Oh mein Gott. Krass, das ist creepy, aber ich kann nicht gar nichts auf meine Nase machen. Das sieht dann so stumpf aus, wie ich gerade gesagt habe. Oh Leute, ich liebe meine Nase. Ich kann gerade anfangen zu heulen. Das sieht so pretty aus. Wenn ich lache, ist es noch ein bisschen komisch, weil meine Flügel so weit momentan noch auseinander gehen, aber das ist mega. Ich bin super, super zufrieden und glücklich mit dem Ergebnis. Ich hätte niemals gedacht, dass ich so zufrieden mit meiner Nase sein werde. Also ich hätte gedacht, ich wäre zufrieden, aber so krass zufrieden hätte ich niemals erwartet, vor allen Dingen nach den ganzen Horror-Stories, die ich gehört habe, dass voll viele Frauen und Mädchen auch nach 3 bis 4 Nasen-OPs super unzufrieden sind mit ihrer Nase, was mir so unfassbar leid tut zu hören. Ich finde das einfach nur super, super traurig, wenn Ärzte ja ihren Job ohne Liebe ausführen und ich finde, das merkt man immer extrem. Für meine Lippen benutze ich jetzt, wie die letzten Male auch, einmal die Farbe Trendsetter, den benutze ich außen. Innen benutze ich die Farbe Crush von Huda Beauty und Lace Detail gemixt. Das sind die Farben, die ich jetzt benutzen werde. Ich mache das jetzt beim Schnelldurchlauf und dann sehen wir uns komplett mit Wimpern, Lippen wieder. Aber ich wollte euch nur alle Produkte nennen, dass ihr keine weiteren Fragen habt und wirklich wisst, was ich immer benutze. Also bis gleich. Meine Wimpern kleben, meine Haare sind gekämmt, mein Make-up ist gemacht und Leute, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich komme auf meine Nase immer noch nicht klar, wie schön sie einfach geworden ist, wie schön das Seitenprofil ist, wenn ihr das so überhaupt seht. Ich bin einfach so unfassbar happy, was soll ich euch noch sagen? Also wirklich, ich danke nochmal an Dr. Kara. Falls ihr das Video zu meiner Nase sehen wollt, ganze Informationen und alles, schaut in der Infobox nach. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, wirklich. Ich weiß gerade wirklich nicht, was ich sagen soll. Ich bin einfach nur sowas von happy. Ich bin gespannt, was ihr sagt zu dem Make-up, wie euch das Video gefallen hat, ob ihr öfter so, ja, ich weiß nicht, ob das ein Style- und Talk-Video ist. Ich guck mal, wie ich es nenne, aber das ist mein erstes Make-up mit meiner neuen Nase gewesen und ich kann nicht aufhören, in den Display zu gucken. Es sieht einfach so schön aus. Es ist einfach so stimmig, einfach so passend zu meinem Gesicht und ich hätte, glaube ich, in den letzten, ja, 6 Wochen nicht erwartet, dass ich mich so wohl fühle mit Make-up und meiner neuen Nase. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte ein bisschen Angst, mich das erste Mal zu schminken, deswegen habe ich es, glaube ich, auch die ganze Zeit rausgezögert, aber ich hätte keine Angst haben sollen. So ihr Lieben, das war's von meinem Video. Sollte euch das Video gefallen haben, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Ich freue mich, wenn ihr mir folgt. Folgen ist kostenlos. Ihr könnt mich unten abonnieren. Glocke aktivieren, nicht vergessen, um nichts mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal mit meiner neuen Nase. Und bis dann. Ciao, ciao.